Hallo, hier kommen wir zu einem neuen Video von mir. Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Ja, hier habe ich eine Powerbank und dann mit Wireless Charging. Das werden wir gleich mal gemeinsam auspacken und dann mal gemeinsam gucken. Also ich hätte sie mir, obwohl ich zwar Wireless habe, nicht gekauft. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Mal sehen, was sie taugt. Jetzt packen wir das mal gemeinsam aus und wollen dann mal gucken, was alles so drin ist und wie sich das Ganze anfühlt. Schön mit der Schere des Todes. Na. So, jetzt haben wir sie auf. Ah, Kasten ist leer. Hier ist ein Kabel. Und hier ist die Powerbank und eine Anleitung. Also zumindest schon mal auf Englisch, Chinesisch oder Mandarin. Und hier haben wir es auch einmal auf Deutsch, Bedienungsleitung für mobile Stromversorgung. Und dann hier stehen so ein paar Hinweise, aber ich glaube, das ist nicht weiter wichtig, würde ich mal so sagen. Na gut, das Kabel brauche ich, glaube ich, nicht erklären. USB. So. Holen wir das gute Stück mal raus. Ja, Kunststoffgehäuse. 33.800 mAh. Hier sieht man an und aus. Gibt es auch eine LED-Anzeige? Da, hier. Eine. Man hat vier blaue LEDs. Ja, hier sieht man, dass man hier das Telefon auflegen kann. Input. Der oberste. Dann haben wir hier drei USB-A und ein USB-Typ-C. Ja, ja. Also, ich sag mal, etwas billig gemacht. Also vom Kunststoff her. Aber gut. Ich hole mal meine zum Vergleich. Ich habe zwar hier kein Wireless Charging. Hat ungefähr die gleiche Größe. Meine ist etwas größer. Die habe ich schon ein paar Jahre. Und ich bin echt zufrieden damit. Gut, hat auch nur 30.000 mAh. Wie gesagt, der hat hier 33.800. Hier kann man das nicht so gut sehen. Aber hier kann ich das mal zeigen. Da oben steht das. Ist ein bisschen, ich sag mal, minimal besser. Gut, hier habe ich natürlich nur USB-A und hier ist Input. Und dann ja eine Taschenlampe. Ob man die nun braucht, lassen wir mal dahingestellt. Ich habe hier oben die LED-Anzeige. Ich finde sie nicht schlecht. So. Dann wollen wir das Kabel mal auseinander pflücken und dann muss ich das wieder zusammenpacken. Denn das habe ich ja nur zum Testen einmal oder zum Ausprobieren. Und dann müsste ich ja eigentlich von der Seite zu der Seite. Also nehmen wir die stärkste Seite. Also hier steht dann auch bei meiner für iOS, für Android und für Phones. Ich mache das jetzt mal andersrum. Wie ihr seht, meine geht an. Und jetzt blinkt das hier. Auch meine hat ein Kunststoffgehäuse. Finde ich aber etwas wertiger. Aber gut, das ist ja Ansichtssache. Da ich nur jetzt Wireless Charging meine Box von der AirPods Pro habe, denn das Telefon mit dem iPhone 13 Pro Max filme ich ja gerade, lege ich das mal hier drauf.
Und ihr seht, nein, könnt ihr nicht sehen. Jetzt seht ihr das. Es reagiert, da aber die gerade voll ist, bringt das nichts, weil sie müsste nämlich orange leuchten. Und das tut sie nicht. Aber wie gesagt, ihr seht, es funktioniert. Ist hier, ja, hier soll ja der Magnetring sein. Die Uhr könnt ihr wohl nicht aufladen, also die Apple Watch oder was auch immer. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass ich hier ein Samsung Galaxy 22, 23, ab iPhone 11, glaube ich, ist das, iPhone 10, habe ich ja hier Wireless Charging, kann ich das oben drauf legen. Und das finde ich gut. Also, ist hier gummiert. Ob ich die mir jetzt nur holen wollen würde, weiß ich nicht. Also, ich benutze die und bisher macht sie alles gut und alles richtig. Ja. Schreibt mir doch mal in euren Kommentaren, welche würdet ihr nutzen? Die weiße oder die hier? Oder würdet ihr mehr sagen wollen? Oder ratet ihr mir, die zu holen und die wegzugeben? Ich würde mich mal über eure Kommentare freuen. Schreibt mir das doch mal. Und dann würde ich sagen, soll es auch hier auch gewesen sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Revedave. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, 2 Daumen hoch. Und denn ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Revedave. Ciao, ciao.